Was macht der Andreas Babler heute in Klagenfurt? Ja, ich treffe mich jetzt erst einmal, wie es sich gehört, mit meinen guten Freundinnen und Freunden, die ich schon sehr lange kenne, viele davon. Manche erst jetzt kennenlerne in der SPÖ-Landesparteizentrale. Das ist unser Herzstück natürlich, der SPÖ hier in Kärnten. Und dann gibt es einen konkreten Anlass, dass ich in Klagenfurt heute noch dabei bin, waren die Volkshilfe mit ihrer Radtour, die sie ganz bewusst gegen Kinderarmut durch ganz Österreich geführt hat, heute hier den großen Abschluss hat. Und da bin ich natürlich dabei, weil es natürlich Hauptpunkt unserer Politik ist. Kinder haben das Recht auf ein gutes Leben. Kinder haben ein Recht, aus der Armut herausgeholt zu werden. Kinder haben ein Recht, nicht abhängig zu sein von den finanziell schwächer gestellten Familienverbänden, die es auch schon schwer haben. Kinder haben ein Recht, sich zu verwirklichen, eine Familie zu gründen, eine Lebensperspektive zu haben. Das ist ein Recht auf Kinderrecht. Kinderrechte sind unteilbar. Und um das kämpfen wir jetzt, wenn wir mal Kindergrundsicherung werden. Zweimal haben sie uns schon abgeblockt, aber wir werden jetzt noch stärker, noch lauter. Wir werden kein einziges Kind dulden in unserer Gesellschaft, das in Kinderarmut leben muss. Das wollen wir nicht. Kinderarmut abschaffen. Kinderarmut abschaffen. Kindergrundsicherung jetzt. Kindergrundsicherung jetzt. Danke, eine sozialgerechte Welt ist möglich.